Fall, neuer Fall, okay. Warte mal, das heißt, der hat nichts damit zu tun, was wir gerade machen, ne? Ah, es verschwinden immer mehr Sklaven. Ja gut, ja gut. Cool. Ich habe mich schon gewundert, ob wir noch Nebenquests oder irgendwas bekommen. Freundliche Worte gegenüber den Sklaven, die ihre Herren und Pflichten verraten haben. Ich habe mitgehört, dass Sklaven verschwunden sind. Was? Wer bist du? Du wagst es, mich anzusprechen? Geh weg! Okay. Geschenk zu bestechen anbieten, ich weiß nicht, was ich sagen will. Vielleicht kann eine Münze sich umstimmen. Du wagst es? Was glaubst du? Moment. Wo hast du die her? Na gut, aber beeil dich. Du sprachst von Sansch-Sklaven, die vermisst werden. Ich weiß nicht, was es dich angeht, aber... Ja, ein Fremder, einer von diesen Aufständischen, hat die Sklaven aufgewiegelt. Nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, verschwanden sie. Zweifellos war er ein Kumpan dieses Unruhestifters, Ali ibn Muhammad. Mehr weiß ich nicht. Nun geh, bevor jemand Wichtiges sieht, wie ich mit jemandem wie dir rede. Hey, so ist hier drüben. Ja. Dürstet es euch nach Wissen? Hungert ihr nach Entdeckungen? Dann sucht unbedingt das Haus der Weisen. Du willst etwas von mir? Nicht hier. Hier sind zu viele Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ja, Saidi. Unsere besonderen Tees werden hinten gelagert. Hier lang. Vorsicht, Stufe. Folge mir. Ganz unauffällig. Okay, Jace. Tut mir leid, wenn ihr Shadowhunters geguckt habt, dann wisst ihr, dass es die Stimme von Jace ist. Will er uns verarschen? Also wird er uns gleich ins Messer liefern oder nicht? Ich vertraue nicht mehr, seit wir einmal verarscht wurden. Die Luft ist rein. Ja. Tja, wir scheinen allein zu sein. Was wolltest du also? Entschuldige das Theater, aber man weiß schließlich nie, wer zusieht. Und diese Heimlichtuerei ist doch ziemlich aufregend. Okay. Ich sah deine rote Schärpe und hörte dich von vermissten Sklaven reden. Es ist noch einer verschwunden, von einem Gehöft in der Nähe. Woher weißt du das? Ich bin ein Freund der Familie. Der Mann war einer derer, die hingerichtet wurden. Und jetzt ist auch noch der Sohn verschwunden. Seine Mutter ist ganz außer sich vor Sorge. Ich dachte, du könntest dir vielleicht helfen. Sag mir, wo dieses Gehöft ist. Ein Stück westlich von hier. Sklaven sind eher misstrauisch, aber wenn du irgendwas für sie tun kannst, schulde ich dir einen riesigen Gefallen. Ich sollte zu Ali zurückkehren und ihm Bericht erstatten. Außer, dass er mit uns befreundet ist, ne? Also mit dem Sklaven befreundet ist. Sag mal, kannst du dich nicht in jeden Dreckhaufen suhlen, den wir hier finden? Ist ja schon ein bisschen übergriffig, wa? So. Haben wir hier noch irgendwas? Hier könnte ich untertauchen. Teilweise so, warum eigentlich? Brauche ich gar nicht. So, der macht sein Ding. Wir tun sehr viel für den, indem wir den ausbauen. Und jetzt gerade bei dem, der hier unten lag, ne, ich musste halt sehr an Pute Veribik denken. Wo sie im ersten Teil, hier Gips aufwecken. Einen Mann zu wecken, der schläft. Wer sich berufen fühlt, melde sich im Haus der Weisheit. So, wir haben, glaube ich, alles. Bürger, was ist das da? Warnen an, dass uns kaltes Wetter ja bevorsteht. Wieder zu. Auf dem Basar können Dornbüsche zum Verbrennen erworben werden, um euer Heim vor dem Frost zu schützen. Ja, klar. So, wir können jetzt schon mit ihm reden wieder, ja? Ist hier noch irgendwas? Also irgendwie kommt mir das hier so wenig vor, aber es ist ja auch nur ein ganz kleiner Ort. Ja, wir reden mal wieder. Ich weiß nichts über die Dinge, nach denen du fragst. Wusstest du, dass ich Gedanken hören kann? Du willst nicht reden, aber du wirst... Wir sollten das nicht tun. Es bringt uns nur noch mehr Ärger ein.
mehr Ärger als Hinrichtungen? Die haben unsere Brüder abgeschlachtet. Verstehst du das nicht? Ali, was wird das? Das entspricht nicht unserer Abmachung. Ich tue, was getan werden muss. Ich brauche keine Erlaubnis. Hast du etwas herausgefunden? Sklaven scheinen aus ganz Jajaraya zu verschwinden. Einer von einem nahen Gehöft. Ich gehe dorthin und sehe, was ich herausfinde. Gut. Unser Freund hier verbrachte den Morgen am Hafen und traf jemanden, von dem wir glauben, dass er ein Spitzel des Kalifen ist. Du könntest diesen Spitzel finden und ihm folgen, sehen, wo das hinführt. Beshi und ich lockern so lange die Zunge unseres Freundes. Das ist ein Fehler, Ali. Wir werden sehen. Ich hätte ihn aufgehalten. Ich könnte den Spitzel suchen und der Witwe helfen, ihren verlorenen Sohn zu finden. Das klingt nicht so lebensbejahend, um ehrlich zu sein. Also ich würde es an Alis Stelle auch lassen. Also Gewalt bringt ja nur sowas so weit, was wie du auch ne, von den anderen Leuten als in Ordnung damit eingestuft wirst. Und das ist ja nicht häufig so. So, da steht ein Pferdchen. So, lass mal gucken, Nachforschung. Wir können jetzt der Dame helfen. Verfolge den Spitzel. Witwe und sprich mit ihr. Ich würde den Spitzel mal machen, weil das ist näher hier dran, ne? Das ist hier vorne. Genau. Historische Stätte. Wir sind hier noch nicht so viel rumgereist. Ich glaube, deswegen haben wir hier auch noch nicht alles gesehen. Wir sind zwar schon von hier aus und so, aber irgendwie alles aufgedeckt habe ich nicht. Ich schätze mal, das Gehöft ist irgendwie hier. Ah ne, nevermind, das ist einfach nur da. Wow, das ist echt nah. So, der Spitzel. Das ist der Hafen. Der Spitzel muss hier irgendwo sein. Was du nicht sagst. Keine Notizen heute. Ich sollte gehen. Es ist fast Zeit. Zeit wofür, frage ich mich. Ich sollte ihm folgen, aber er darf mich nicht sehen. Das sollte stimmen. Ach, da ist er. Führe mich. Zeig mir, wohin ich gehen muss. Ich hab keine Ahnung, was der Typ redet gerade, aber wir müssen ihm auf. Bist du denn hin? Na, weg ist er definitiv nicht. Komm, na komm. Wo bist du? Hauptsache, wir werden nicht entdeckt. Sag mal. Du stellst dich wirklich mal schon an, da hab ich echt Probleme mit. Sieht er uns hier oben? Er sieht uns eh safe. Schnauft er zwischendurch so, oder? Ich bin verloren. Nein, das ist nicht das. Das ist ja dramatisch. Hier ist kein Sperrgebiet. Bin auch schon speziell. Von wo denn?
denn... Wie soll ich denn den anständig beschützen? Ich habe neue Informationen. Ah, da vorne, okay. Ich verstehe, wir müssen hier wieder runter. Was hast du für mich? Außer dem Sklavenjungen, von dem ich dir schon erzählt habe, schnüffelt noch jemand in Jajaraya herum und stellt Fragen. Ist es der, den wir schon gemeldet haben? Dieser Unruhestifter Beshi? Es ist ein anderer. Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Was soll das denn? Ich habe Briefe für den Anführer und du vergeudest meine Zeit. Komm zurück, wenn du einen Namen hast. Zeit. لن يتسنى لك العثور على سعر أفضل في جميع أنحاء بغداد. Die beiden haben Informationen für jemanden namens Doğan bin Arslan gesammelt. Ich muss diesen Doğan finden und vorher noch den verlorenen Sohn nach Hause schicken. Vielleicht hängt das zusammen. Wer weiß. Doğan bin Arslan. Das war jetzt erstaunlich leicht. Lass mal gucken, was haben wir gekriegt. Ich brauche mehr Namen, Macht, was du auch immer tun musst, aber besorg sie mir. Ich habe etwas Besonderes geplant. Okay. Doğan bin Arslan, der Jäger der Aufständischen. Okay, wild. Meint ihr, wir schaffen das noch mit der Dame? Könnte, ne? Ist ja auch super nah hier. So, ich könnte vielleicht auch die andere Markierung mal entfernen. Würzenlach Mann kann euch helfen. Ihr findet ihn im Herzen des Bazars, wo er eure Geschmackssinne verwöhnen wird. Ja, klar. Der Kalif billigt diese Botschaft. So. Die Dame. Wir wirklich frei sind, ja, ich weiß nicht. Wir dienen einem höheren Zweck, wir haben einen Sinn. Und die Verborgenen geben immer so den Vibe, als könntest du jederzeit gehen, wenn du wolltest. Ob das wahr ist, keine Ahnung. Was siehst du? Das hat jetzt besser funktioniert auf jeden Fall, seit wir das geupdatet haben. Das war angenehm. Nicht auch noch mein Sohn! Ich darf ihn nicht auch noch verlieren! Ihm wird schon nichts zugestoßen sein. Vielleicht hat er sich nur verlaufen. Nein, irgendwo! Sieht genau gleich aus. Ich hatte nicht mal Gelegenheit, Blumen für das Begräbnis meines Mannes zu sammeln. Und nun ist mein Sohn auch noch fort. Hier bin ich richtig. Verzeihung. Wer bist du? Was willst du von mir? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Der Teehausbesitzer hat mir von deinen Problemen erzählt. Vielleicht kann ich helfen. Ich wüsste nicht wie. Ich kenne dich nicht. Du brauchst Blumen für das Grab deines Mannes. Auch ich verlor einst jene, die mir wichtig waren und konnte sie nicht bestatten. Es wäre mir eine Ehre, für dich zu tun, was ich für meine Freunde nicht tun konnte. Ich sammle die Blumen für dich. Mein Mann brachte mir oft Felsenlippe von unterwegs mit. Wenn du mir welche bringst, lasse ich sie nach der Bestattung am Grab. Mein letztes Geschenk. So soll es sein. Die Blumen sind bestimmt in der Nähe. Ich sehe mich mal um. Okay. Und als Ausgleich nehmen wir so einen Wegzoll.
Man kennt es. Boah, wehe, irgendein Vieh greift mich jetzt wieder an, ne? Kein Problem. Keine Gefahr, soweit ich sehen kann. Ich weiß gar nicht mehr, was hier die Story war, was hier passiert ist, um ehrlich zu sein. Wir haben den Auftrag so lange schon vorher bekommen und ich bin den anderen Sachen nachgegangen. Ich meine, irgendeine Sache hätte ich so oder so vergessen. Ne? Was siehst du, Sadiq? Zu Blumen. Schlangen. Das sind die Blumen, die ich suche. Sie sind wunderschön. Das hätte meinen Freunden auch gefallen. Die sehen aus wie Schafsgarbe oder so. Weiß nicht, ob das es ist. Inventar? Steht da was zu? Ein Strauß schöner weißer Blumen. Cool. Die weißen Blumen sind für die. Ach. You don't say spielen. Und dann hast du so viele Informationen auf einmal, ne? Ich dachte mir schon, hier eine Schlange zu treffen. Großmahlzeit. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Steht wieder ein Pferd, wie bestellt und nicht abgeholt. Ein sehr frühes Uber. Ich bringe dir die Blumen und mein Beileid. So eine elegante Pflanze. Mein Gatte liebte sie. Danke. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich will herausfinden, wer die Sklaven aus Jar Jaraya verschleppt. Ich weiß, dass dein Sohn vermisst wird. Ja. Ich verlor seinen Vater. Ich könnte es nicht ertragen, ihn auch noch zu verlieren. Kannst du mir sagen, was er tat, bevor er verschwand? Er war sehr unglücklich, nachdem sein Vater fort war. Er fing an, nachts aus dem Haus zu gehen. Gestern Abend kam er nicht zurück. Ich sehe mich um. Vielleicht finde ich etwas, das mir verrät, was passiert ist. So, einmal Tür auf, einmal alles bitte zeigen. Alle Dokumente, alles, was ihr habt. Warum könnt ihr mich nicht sehen? Doch gerade. Aber ich hab doch... Okay, ja, jetzt könnt ihr mich wieder sehen, ne? Okay, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. So, einmal rein ins Häuschen. Also wir können ja jederzeit Pause machen. Wir sind ja nicht im Sperrgebiet irgendwie. Wenn man ja jetzt nichts Ungewöhnliches oder Verbotenes oder so. Okay. Wir erleichtern die Dame um ein paar Sachen. Die hat aus welchen Gründen auch immer hier brennende Krüge. Ich habe eine Vermutung, was das heißt. Hier ist irgendeine Stelle, die ich wahrscheinlich auch sprengen muss. Weil der Sohn irgendwas versteckt hat. Ja. Gesundheit ist voll. Jetzt sind wir an so einem schönen Ort, ja? Wo uns so schön Essen gereicht wird. Und dann sowas. Und der Mittlere lässt einfach aus. Liebe Kuh. Liebe Kuh. War sie das oder der Hahn? Ja, ist ja gut. Hauptsache keiner von euch greift mich an. Hier vorne? Ich könnte von hier aus den Spuren ihres Sohnes folgen. Ah, okay, ja gut. Oder so. Na dann. Speichert er zwischendrin gerade? Waffe, ne? Hier sind aber viele Spuren. Die Spur führt zu diesem kleinen Gebäude. Ich muss einen Weg hineinfinden. Kein Problem. Ich
kaum noch Öl. Er hat noch spät gearbeitet. Ein Brief. Er erwähnt einen Hof in der Nähe. Ich wollte ihn gerne vorlesen. Brief des Sohnes. Ich habe Söldner auf diesem Hof ein- und ausgehen sehen. Sie müssen es gewesen sein, die Vater und die anderen geholt haben. Ich gehe heute Abend nachsehen. Ich lasse diese Nachricht hier für den Fall, dass ich auch geschnappt werde. Es tut mir leid, dass ich dir nicht gehorche, Mutter. Aber Beshi hat recht. Wir müssen kämpfen. Ich sollte seiner Mutter sagen, was ich gefunden habe. Sad. Das heißt, wir müssen den Sohn dann auch wahrscheinlich befreien gleich, ne? Gut. Kinder, hoffen wir mal, dass der Sohn nicht tot ist. Ne, wahr? Ich würde sagen, wir sind eigentlich schon Richtung Ende, ne? Zum Glück sind die Quests gerade sehr kleinteilig. Insofern muss ich mir keine Gedanken machen, dass ich hier nicht zwischendurch speichern kann. Es kommt wahrscheinlich gleich wieder das Zeichen, dass er speichert. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es zieht sich nicht zu sehr, wenn ich dann auch mal mich aufrege und wie in der Bibliothek einfach, ne, oder im Haus der Weisheit einfach nicht weiß, wohin mit mir und einfach nicht weiß, wie oder was oder wo und überhaupt. Gehört einfach zum Spiel und zum Erlebnis auch irgendwie dazu, also, ne, was soll ich das in mich reinfressen, ist auch nicht gesund. Sagt mir gerne nochmal, was ihr zu den Emotes habt, habe ich am Anfang nochmal reingezeigt. Schreibt mir auch gerne, ne, wo auch immer ihr Bock habt, Instagram, YouTube in die Kommentare. Hallo YouTube, hallo. Sagt auch gerne, wenn ihr Erfahrungen mit Hunden aus dem Tierschutz habt oder so, was ihr erlebt habt, aus dem Tierheim vielleicht, wo ihr hingegangen seid, wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Ich bin da offen, wie gesagt, ich bin jetzt ganz gespannt auf der Suche und ich werde dich da auch auf dem Laufenden halten. Ich glaube, abgesehen davon bleibt nicht mehr viel zu sagen, oder? Ne? Also, habt noch eine wunderschöne Zeit, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao!